Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir feiern Gottesdienst am ersten Sonntag nach dem Trinitatisfest. Über diesen Tag, über dieser beginnenden Woche, steht ein Vers aus dem Lukas-Evangelium. Jesus sagt: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ein tröstlicher Satz, dass Jesus, dass Gott mit uns solidarisch ist, an unserer Seite steht. Gleichzeitig aber ein Satz, der uns eine große Verantwortung auflegt. Reden wir wirklich so, dass man durch unsere Worte Gottes Wort hört? Handeln wir so, dass durch unser Handeln die Liebe Gottes deutlich wird? Mit beiden Fragen werden wir uns in diesem Gottesdienst beschäftigen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, empfangen und werdet meine Zeugen sein und werdet meine Zeugen sein, meine und Zeugen, meine Zeugen sein und werdet meine Zeugen sein und des Heiligen Geistes empfangen. Wir beten gemeinsam mit dem 34. Psalm. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von zu Ewigkeit. Amen. Herr unser Gott, wir bitten dich, öffne unsere Augen, unsere
unsere Herzen, unsere Ohren und die Botschaft, dass du Liebe bist. Berühre uns und verändere uns. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Amen. Die Epistel für den heutigen ersten Sonntag nach dem Trinitatisfest steht im ersten Johannesbrief im 4. Kapitel. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seine Schwester oder seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seine Schwester oder seinen Bruder nicht liebt, die er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seine Schwester und seinen Bruder liebt. Halleluja! Deine Zeugnisse sind gerecht in Ewigkeit. Unterweise mich, so lebe ich. Halleluja! Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserm Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o so flehet um die Wette, bis sie Jesus widerstellt. Halleluja, welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebet hat. Dass der Vater aller Geister, der Wunderabgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, uns so fühlbar nahe bist. Liebe hast du uns geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die toten trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann. Wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Das Evangelium steht bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen
und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen von jemand, der von den Toten auferstanden ist. Amen. Gottes Friede sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. In den nächsten Sätzen tauchen verschiedene Begriffe auf, die sich nicht von der Liebe trennen lassen. Das erste ist der Begriff der Freiheit. Die Liebe ist vollendet, sodass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichtes. Die Liebe gibt uns Freiheit. So steht es im ersten Johannesbrief. Freiheit, denn wenn wir geliebt sind, wenn wir uns geliebt wissen, dann müssen wir uns die Liebe anderer, die Zuwendung anderer nicht erkaufen. Wenn ich weiß und darauf vertrauen kann, dass ich geliebt bin, dann kann ich anderen widersprechen. Dann kann ich widersprechen, wenn ein Starker auf einen Schwachen herabsieht. Dann kann ich widersprechen, wenn einer den anderen rassistisch beleidigt. Dann kann ich widersprechen, wenn einer dem anderen Angst macht. Mit dem Wissen, geliebt zu sein von Gott, sind wir unabhängig von aller Anerkennung in dieser Welt. Das gibt uns wirklich große Freiheit. Es gibt uns Unabhängigkeit. Der nächste Begriff ist der Begriff der Furcht. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer Angst hat, wer sich fürchtet, der handelt nicht frei. Der handelt auch nicht aus Liebe heraus, sondern aus Angst vor Strafe. Wer aus Furcht sich motivieren lässt, etwas zu tun, der wendet sich nicht dem anderen zu, sondern der kreist nur um sich selber, um seine eigene Angst, um die Sorge, um sein eigenes Wohlergehen.
Wer aber geliebt wird und andere liebt, der lässt sich nicht von der Furcht leiten, nicht von der Furcht um sein eigenes Wohlergehen, nicht von der Furcht vor Strafe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Der Apostel Paulus schreibt an anderer Stelle, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Oder Augustinus sagt, liebe und tue, was du willst, denn die Liebe gibt uns die Freiheit, füreinander und für uns selbst da zu sein, nicht aus Angst, sondern aus Hochachtung. Liebe, Freiheit, Furcht, die nicht da ist, und Verantwortung ist noch ein Begriff. Von dem haben wir in der Evangelienlesung gehört, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Die Verantwortung, die wir für andere haben, sie ist wichtig. Wir haben Verantwortung füreinander, Verantwortung für andere Menschen, dass wir die Gaben, die Gott uns gibt, miteinander teilen, dass wir sehen, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen, dass wir sehen, wie oft wir uns versklaven lassen von Geld, von Macht, von der Idee, wir könnten alles schaffen. Die große Sorge, könnte man nicht den anderen sagen, wie sie leben sollen, damit ihnen nicht so etwas passiert wie mir, diese große Sorge, die den reichen Mann umtreibt. Aber wir wissen es doch schon. Es ist doch keine neue Erkenntnis. Es ist nicht neu, dass wir unsere Schöpfung bewahren sollen. Es ist nicht neu, dass wir miteinander lernen sollen, die Gaben gerecht zu teilen. Es ist nicht neu, dass wir Menschen achten sollen und nicht geringschätzen sollen. Es ist auch nicht neu, dass vor Gott zählt, was wir in unserem Leben machen. Neu ist, dass wir von Gott geliebte Menschen sind und das auch wissen können. Und weil wir geliebt sind, darum gibt es uns die Freiheit, andere auch zu lieben. Und es gibt uns die Freiheit, Verantwortung für uns und andere zu übernehmen. Die Tage, in denen wir jetzt leben, eine Pandemie, die die ganze Welt erschüttert, gibt uns Gelegenheit, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen. Es ist unser Lebensstil, der diese Pandemie so schrecklich macht. Es ist das Umherreisen mit dem Flugzeug von einem Kontinent zum anderen, das unsere Atmosphäre, unser Klima schädigt, aber eben auch solche Viren verteilt. Es ist der Umweltverlust, wenn die Tiere ihre Lebensräume verlieren und dann in die menschlichen Siedlungen kommen, wenn wir dann die Viren, die aus dem Tierreich kommen, als Menschen bekommen. Es ist aber auch die Solidarität in unserer Gemeinschaft. Nehmen wir aufeinander Rücksicht? Nehmen wir Rücksicht auf die Schwachen und bemühen uns, sie zu schützen? Nehmen wir Rücksicht auf die, die alleine sind und besuchen sie und halten zusammen? Gott ist die Liebe. Es ist viel Verantwortung, die uns übergeben wird, aber auch die große Zusage. Wir sind, wir bleiben seine geliebten Kinder. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören,
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Gott, du bist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dir und du in ihm. Vor dich bringen wir den alltäglichen Rassismus. Gott, Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, weil sie anders aussehen, anders sind, verfolgt werden, sei du bei den Opfern. Wehre den Tätern. Lass die Liebe Grundlage allen Lebens werden. Gott, du bist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in dir und du in ihr. Wir bringen vor dich unser Land. Wie viel Hass hören wir, erleben wir untereinander? Wie viel Rücksichtslosigkeit prägt unser Zusammenleben. Wir bitten dich, hilf du uns, dass wir lernen, einander mit Liebe und mit Respekt zu begegnen. Gott, du bist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dir und du in ihr. Wir bringen vor dich unsere Toten. In der Liebe bist du ihnen und sind wir ihnen verbunden, auch über die Grenze des Todes hinaus. Denn wer in der Liebe bleibt, wer in dir bleibt, der kann nicht tot sein, sondern ist geborgen bei dir in deinem Schoß. Darauf vertrauen wir. Gott, du bist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in dir und du in ihm. Wir bitten dich für die Kinder dieser Welt. Wir bitten, dass die Erwachsenen sie behüten und achten, sie schützen. Wir bitten, dass den Kriegen gewehrt wird, damit die Kinder in Frieden aufwachsen können. Wir bitten, dass wir lernen, diese Schöpfung zu bewahren, damit sie auch unseren Kindern und Enkeln und Urenkeln Lebensgrundlage ist. Alles, was uns bewegt und beschäftigt an diesem Sonntag, das nehmen wir mit hinein in die Worte deines Gebets, das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht, geht euren Lebensweg unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.